Porsche 919 Hybrid. Der schnellste Rennwagen der Welt. Weltweit gibt es nur eine Handvoll Menschen, die ihn fahren dürfen. Matthias Malmedy ist einer von ihnen. Wenn er sich traut. Das ist jetzt nicht mehr so richtig Vorfreude, das ist eher so, dass ich mir gerade so ein bisschen in die Hosen mache. Alcaniz, Spanien. Die Rennstrecke Aragon wird gleich Schauplatz der größten Herausforderung, die Grip-Testfahrer Matthias Malmedy je hatte. So, liebe Freunde, das, was wir heute machen dürfen, ist so krass, dass es mir die Freudentränen ins Gesicht treibt. Wir werden dieses Fahrzeug fahren. Es ist der dreifache Le Mans-Sieger. Dreifacher Weltmeisterschaftssieger. Es ist der Porsche 919 Hybrid mit 900 PS und die Bude wiegt genau 900 Kilo. Um Gewicht zu sparen, besteht die Karosserie aus Carbon und Aluminium. Hinten ein 500 PS starker V4 Turbo. Vorne ein Elektromotor mit 400 PS. Selbst für unseren erfahrenen Testpiloten Matthias eine extreme Challenge. Das ist das teuerste, das feinste, was es im Moment so gibt. Ich meine, Porsche ist mit dem Auto in Spa schneller gefahren als Lewis Hamilton mit seinem Mercedes Formel 1 Auto. Außerdem demonstriert der 919 seine Macht auf der Nordschleife. In der grünen Hölle legt Porsche-Werksfahrer Timo Bernhard mit 5 Minuten 19,546 einen neuen Streckenrekord hin. Damit unterbietet er den 35 Jahre alten Bestwert von Rennfahrerlegende Stefan Bellof um über 51 Sekunden. Matthias hat großen Respekt. Mit solch einem Kaliber ist er noch nie gefahren. Wovor habe ich Angst? Ihr müsst euch nur mal umgucken in der Box. Da stehen 30 Leute. Da stehen 40 Computer. Alles, was dieses Auto macht, wird von den Mechanikern überwacht. Und alles, was ich da drin mache, wird auch von den Mechanikern überwacht. Und deswegen, das ist ein extremer Druck, der da gerade auf mir lastet. Und das ist jetzt nicht mehr so richtig Vorfreude. Das ist eher so, dass ich mir gerade so ein bisschen in die Hosen mache. Renningenieur Olivier brieft Matthias ein letztes Mal. Jetzt wird's ernst. Es fühlt sich ehrlich gesagt so ein bisschen so an, als wenn man mir ein Airbus A380 in die Hand drückt und sagt, das geht schon. Flieg, Matthias, flieg! Doch dann fliegt erst einmal ein anderer Fahrer von der Strecke. So, schlimmer geht's nicht mehr. Der Kollege, der vor mir gefahren ist, hat sich gedreht. Das heißt, er ist nicht so einfach fahrbar. Das heißt, auch ich kann mich drehen. Ich habe so keine Lust darauf. Matthias ist als nächster dran. Die Crew checkt, ob etwas am Rennauto kaputt gegangen ist, doch alles ist okay. Der 919 Hybrid funktioniert einwandfrei und ist startklar. Kann ihn Matthias bändigen? Dieses Ding zu handeln, dieses Ding zu bändigen, mit diesem Ding einigermaßen adäquat flott um die Kurve zu fahren, sodass nicht alle da sitzen und denken sich, oh Gott, wieso haben wir den Malmedy bloß hier hingeholt? Das ist die große Schwierigkeit. Alter Leute, ich habe Puls 170, 180, ich weiß es nicht. Bin so mega aufgeregt, ich bin klatschnass geschwitzt jetzt schon, obwohl ich noch keinen einzigen Meter gefahren bin. Diese Kanzel hier, das ist, weiß ich nicht, so gefühlt hast du so einen Ausschnitt, wo du rausgucken kannst. So ein schmaler Schacht. Und irgendwie hast du überhaupt kein Gefühl, was das für ein Auto ist. Alter, jetzt werde ich rausgeschoben, ich flipp aus. Oh Gott. So, los geht's. Wir fahren mit dem Elektromotor los. Die normale Maschine lief nur im Standgas. Ich hatte die Kupplung gezogen. Jetzt habe ich die Kupplung gerade kommen lassen. Das heißt, jetzt läuft beides.
Und jetzt muss Matthias liefern. Kommt er mit dem Le Mans- und WM-Sieger zurecht? Der 919 Hybrid muss weniger als 1 Kilo pro PS bewegen. Das heißt, dieses Auto ist ultra giftig. Also die Beschleunigung ist absolut brutal. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das Einlenken, ne, wie das hier durch die Kurven geht, ist nicht mehr normal. Die Allrad-Systemleistung liegt bei 900 PS. Der Porsche ist je nach Setup bis zu 340 km/h schnell. Kaufen kann man dieses Auto für kein Geld der Welt. Es ist nur für den Porsche Rennsport bestimmt. Alter, das Bremsen, das Beschleunigen! Doch Matthias muss schon nach der ersten Runde vom Gas. Ein Gewitter zieht auf. Die Crew holt ihn in die Box, denn die Gefahr eines Unfalls ist jetzt zu groß. Kann Matthias später noch ans Limit gehen? Das erste Aufeinandertreffen mit dem Hybridmonster war kurz, aber intensiv. Leute, das ist nicht mehr normal. Das ist so krass. Also es war jetzt halt schwierig, weil es halt nicht trocken war. Ne? Ich habe halt irgendwie, ehrlich gesagt, eine scheiß Zeit erwischt. Guck dir das mal an. Die bösesten Gewitterwolken, alles nass. Und ich fahre das erste Mal mit einem Fahrzeug, was 900 PS hat und 900 Kilo wiegt. Also ich meine, schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden. Ne? Aber das war so brutal, wie dieses Auto liegt, wie das lenkt, wie das bremst. Alter! Das hat geblitzt und gedonnert in einem Moment, also das Gewitter ist da. Es gießt aus Eimern. Matthias kann sich heute nicht mehr ans Limit des 919 Hybrid herantasten. Morgen gibt es eine neue Chance. Rückblick. 2 Wochen zuvor in Weissach bei Stuttgart. Matthias hat einen Termin mit Renningenieur Olivier Champenois. Hier im Motorsportzentrum hat Porsche den 919 Hybrid entwickelt. Und hier darf normalerweise niemand hinein. Alles an diesem Ort ist geheim. Doch Matthias hat eine Sondergenehmigung. Wer den 919 Hybrid fahren will, muss zuerst üben. Allerdings auf dem Trockenen. Top Secret, Jungs. Wir laufen hier durch die Gegend, durch Räume, wo man eigentlich gar nicht rumlaufen darf, wo keiner reinkommt. Der Rundgang endet in einem nüchternen Schulungsraum. Ich zeig dir ein paar Dinge, die du wissen solltest, bevor es losgeht. Jetzt wird's interessant, Leute. Schulbank drücken, wie ich es liebe. Wer den schnellsten Rennwagen der Welt bewegen möchte, kommt um trockene Theorie nicht herum. 37 Seiten hat dieses Manual und auf jeder Seite stehen 30 Sachen, die du dir merken musst. Und das Ganze noch auf Englisch? Mein Kopf raucht. Doch das war erst der Anfang. Jetzt geht es zum sogenannten Seat-Fitting. In einem Rennwagen, der in Kurven über 4G Querbeschleunigung erreicht, muss Matthias perfekt sitzen. Der wichtigste Programmpunkt, der Fahrsimulator. So, das sieht aus wie eine normale Bürotür. Hallo? Hallo. Matthias? Thomas, hi. Freut mich. Hi. Ich auch. Was grinst du hier so? Ja, ist ja ganz nett hier, oder? Ja, ich hab's noch nicht gesehen. Zeig doch mal. Ja, dann gehen wir doch einfach mal rein. Ach du Schande, was ist denn hier los? Also, nur mal ganz kurz, ne? Das ist absolut High-End. Das ist der Fahrsimulator, ja? Bei dem wir mit dem LMP1-Team vor jedem Test, vor jedem Rennen trainiert haben, wo wir Fahrzeugabstimmung ausprobiert haben. Gut 2 Millionen Euro kostet dieser High-End-Simulator. Matthias muss nun beweisen, ob er das komplizierte Rennauto bedienen und fahren kann. Ich hoffe, er enttäuscht uns nicht. Musst du dir vorstellen, ne? Ich meine, normalerweise sitzen hier nur wirklich, wirklich krasse Rennfahrer drin. Starting in 3, 2, 1.
Beamer projizieren den gesamten Rennkurs auf eine 220-Grad-Leinwand. 6 Hydraulikdämpfer bringen die Fahrerkanzel gleichzeitig in die entsprechenden Positionen. Ein extrem realistisches Szenario, mit dem Matthias zu kämpfen hat. Da ist er gleich mal von der Strecke abgekommen, leicht. Und schon der nächste Fahrfehler. Da hätte er sich aber fast gedreht. Ich dachte, wir haben hier Traktionskontrolle hier drin. Traktionskontrolle haben wir, die können wir auch gleich noch verstellen. Matthias kämpft mit der Technik, während die Ingenieure Daten erfassen und Tipps geben, wie er sich verbessern kann. Das Training dauert 2 Stunden. Jetzt will Matthias endlich wissen, wie er sich geschlagen hat. So, Olivier. Was denkst du? Gar nicht so schlecht fürs erste Mal. Not too bad. Die detaillierte Analyse. Matthias sieht genau, wo er im Vergleich zu Porsche-Werksrennfahrern früher oder später gebremst hat. Seine Bestzeit im Simulator? 1,25,2, ne? Ja. Glaubst du, ich kann das schaffen? Im echten Auto? Ja. Das war eine schwierige Frage jetzt. Das ist schwer zu sagen. Ich denke so 50-50. Das wird nicht einfach. Kann Matthias seine Simulator-Bestzeit im echten 919-Hybrid erreichen? Zurück in Aragon. Der nächste Morgen. Es ist trocken. Zeit, ans Limit zu gehen. Also heute bin ich definitiv aufgeregter als gestern. Gestern war nur die Einführungsrunde. Heute macht Matthias ernst. Er will mit dem 900 PS Boliden im Rennmodus fahren. Und diese Kurve hier geht jetzt vollkommen flat. Ich werde es jetzt mal in der ersten Runde noch nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich es in der zweiten mache. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon 280 drauf. 280 km/h. Und das ist erst der Anfang. Gleich geht's in die 180-Grad-Kurve Richtung Startziel. Hier könnte der 919-Hybrid fast 200 km/h fahren. Doch Matthias hat Hemmungen. Also die Kurve geht normalerweise voll, aber ich trau mich das nicht. Es fühlt sich extrem gut an, wie das Auto liegt. Aber ich trau mich nicht, die Kurve voll zu fahren. Matthias muss zurück an die Box. Für eine gute Rundenzeit hat es nicht gereicht. Renningenieur Olivier sieht, dass gut 2 Sekunden auf die Simulator-Bestzeit von 1 Minute 25,2 fehlen. Eine 25er-Zeit kann er vielleicht schaffen, aber so schnell wie im Simulator glaube ich nicht. Mal schauen. Matthias bekommt eine letzte Chance. Olivier gibt noch mal Tipps, während die Mechaniker neue Reifen aufziehen. Um eine wirklich schnelle Runde zu fahren, muss sich Matthias mehr trauen. Der 919 Hybrid kann, wenn der Fahrer will. Das fährt durch die Kurven. Das gibt es nicht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Du musst gegen dein Gehirn fahren. Das Gehirn sagt, nein, Matthias, die Kurve geht nicht so schnell. Niemals, du wirst sterben. Aber das Auto fährt da durch, als wenn es... Hier, ich kann ihm meinen Kopf kaum halten. Das ist unglaublich, das Auto fährt da durch, als wenn das das Normalste von der Welt wäre. Unfassbar! Nach dieser Runde fehlen immer noch 1,2 Sekunden zur Simulator-Bestzeit. Die letzte Chance. Matthias darf noch eine einzige Runde fahren. Hat er genug Mumm, noch mal eine Schippe draufzulegen? Ende der Testfahrt. 25,6 zu 25,2 im Simulator. Hat er ganz gut gemacht. Matthias hat die Simulatorzeit um 0,4 Sekunden knapp verfehlt. Der Simulator ist dagegen der letzte Scheiß.
obwohl der Simulator schon der Oberhammer war und ich gedacht habe, Alter, das ist ja so krass. Aber der Simulator kann dir nicht im Entferntesten das Gefühl geben, was dir dieses Auto gibt. Im 2 Millionen Euro teuren Rennsimulator und mit 4,2G durch die Kurven. Matthias hat mit dem Porsche 919 Hybrid den ultimativen Rennsport erlebt. Kann jetzt nichts mehr kommen mit vier Rädern. Kann nur noch mit Flügeln dran irgendwas schneller sein.